Hallo, ich zeige jetzt die Yamaha HS-Monitore. Das hier ist die Yamaha HS80, ein aktiver Studio-Monitor mit der bekannten weißen Membran und 120 Watt Power. Die beiden getrennten Verstärker für die Tief-, Mittel- und Hochtöner sorgen einfach für einen super Sound. Der Frequenzgang reicht von 42 Hertz bis 20 Kilohertz. Und das bedeutet eigentlich, damit kann man jede Musikrichtung aufnehmen und mischen. Man kann HS80 einsetzen für Audio-Workstations oder professionelle Surround-Produktionen. Das geht natürlich alles. Lass uns die Box mal umdrehen. Mal gucken, was die Rückseite gibt. XLR-Anschlüssen und Klinken natürlich für symmetrische und unsymmetrische Signale. Aber, und das ist interessant, für optimale Raumanpassungen gibt es einen Schalter für Mid-EQ, Room-Control, Low-Cut-Filter und High-Trim. Aber wenn der Control-Room vielleicht ein wenig kleiner ist, dann ist HS50-Monitor ideal. Das hier ist HS50, ein aktiver 70 Watt Studio-Monitor mit einem Frequenzgang von 55 Hertz bis 20 kHz. Ideal für Musikproduktionen oder 5.1 Surround. Auch hier XLR und Klinkenanschluss. Für optimale Raumanpassung gibt es einen Schalter für EQ und Room Control. Aber wenn man mehr Tiefbass braucht oder einen 5.1 LFE-Kanal braucht, gibt es hier die HS10B Subwoofer von Yamaha. Das ist so ein 8-Inch Bassreflex Subwoofer mit einem Frequenzgang von 30 bis 180 Hertz und einem 150 Watt Verstärker. Auf die Rückseite XLR und Klinkeeingänge und ein XLR Stereo Ausgang. Also, möchtet ihr einen Monitor mit einem professionellen Sound zu einem günstigen Preis, dann nehmt die HS-Serie.